Wir wollen in dieser Veranstaltungsreihe Vergleichbarkeit herstellen. Und darum ist es wichtig, dass wir allen Kandidaten ungefähr dieselben Fragen stellen. Und es ist wichtig, dass wir auch die Themen ungefähr gleich behandeln. Deswegen lese ich mehr oder weniger Fragen vor. Ich kann direkt anschließen an dem, was Professor Lipwig gerade gesagt hat. Er hat ja gesagt, es gibt da einige, auch in der EU, sehr engagierte Ziele, die aber irgendwie erreicht werden müssen. Und da ist zum Beispiel ausgerechnet worden, dass die erneuerbaren Energien um den Faktor 5 erhöht werden müssten. Und das gilt auch für die Windenergie, die an Land jährlich um 5000 Megawatt ansteigen oder auszubauen wäre. Die Frage jetzt an Herrn Lutze: Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um den Windenergieausbau entsprechend zu forcieren? Herr Lutze. Wir brauchen vor allen Dingen eine Akzeptanz für die Windenergie. Das ist sicherlich offshore weniger ein Problem wie ein Land, wie Sie das gerade gesagt haben. Und da muss man einfach wirklich ernsthaft drüber nachdenken, dass man eine echte 1000 Meter Abstandsregel schafft. Und zwar völlig anders als die jetzt offiziell kommunizierte, dass man einfach diejenigen Anwohner, die im Umkreis von 1000 Metern von so einer Windkraftanlage wohnen, einfach von der Energiesteuer befreit. Und ich glaube, es wird nicht eine einzige Bürgerinitiative gegen Windkraftanlagen mehr geben, wenn diejenigen, die davon quasi in Anführungsstrichen betroffen sind, deutlich geringeren Strompreis haben. Besser wäre noch, der zweite Schritt zu gehen, dass man diesejenigen anfragt, ob sie sich nicht an den Windkraftanlagen sogar beteiligen wollen. Ja, es sind oft auch Genossenschaften, die das betreiben, aber es sind eben auch leider Atomkonzerne, die diese Anlagen betreiben, die damit quasi ihr Öko-Image aufpolstern. Deswegen sage ich, Einbeziehung der Anlieger, der Anwohnerinnen und Anwohner und auch finanziell die Leute einzubeziehen. Und ich glaube, es wird kaum noch jemand geben, der irgendwie gegen diese Windräder ist, wenn er einen individuellen Nutzen davon hat. Weil es gut ist, passt gerade eine Teilfrage noch. Wie stehen Sie zu Windenergieanlagen im Wald? Solange Ausgleichsflächen dafür beforstet werden, wird es auch nicht drumherum, wird man nicht drumherum kommen, den einen oder anderen Quadratmeter Wald abzuforsten. Es muss dann nur sichergestellt sein, dass an anderer Stelle entsprechende Flächen dann aufgeforstet werden. Wenn das ein Nullsummenspiel ist, habe ich nichts dagegen. Ich wollte hier eine Frage nachschieben. Ja. Herr Albers, mein Name ist Günter Walli von der Bürgerenergiegenossenschaft Bliesgau. Herr Lütze, folgende Frage. Wenn deutschlandweit, wie wir eben gehört haben, etwa 6000 Megawatt pro Jahr ausgebaut werden müssen, um die Klimaschutzziele zu erreichen, so ist es im Saarland nötig, einen Ausbau von mindestens etwa 60 bis 70 Megawatt pro Jahr sicherzustellen. Wie stehen Sie zum Ausbau der Windenergie, Herr Lütze, im Saarland? Was wollen Sie beitragen, um diesen Ausbau zu forcieren? In den vergangenen Jahren gab es ja nahezu keinen Windenergieausbau im Saarland, was natürlich durch die saarländische Landesregierung versäumt wurde, beziehungsweise die saarländische Landesregierung hat hier einiges blockiert. Und auch Ihre Parteikollegen, Parteifreunde, möchte ich jetzt nicht gerade sagen, im Saarland haben hier nicht gerade eine rühmliche Rolle gespielt. Kein Geheimnis, dass wir innerhalb der Partei der Linken da zum Teil sehr unterschiedliche Positionen haben. Gibt es auch entsprechende Landesparteitagsbeschlüsse, die knapp in die andere Richtung gehen. Ich bin trotzdem regenerativen Energie aus Photovoltaikanlagen kommen müssen, also dass trotz der Hauptteil des Abgeordneten trotzdem noch weiße Flecken, was die Windenergie angeht. Und hier habe ich ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie man die Akzeptanz bei den betroffenen Anliegerinnen und Anliegern deutlich erhöhen kann. Ich glaube, das ist ein Punkt, über den muss man wirklich reden. Das geht für meine Begriffe nicht, dass man ungefragt so eine Anlage vor die Tür gesetzt bekommt und dann auch noch nichts davon hat, wenn man sich die eigene Stromrechnung anguckt. Da kann man was tun. Das ist vom Gesetzgeber her möglich. Und wenn das passiert, glaube ich auch, wird es die allermeisten Bürgerinitiativen gegen diese Windkraftanlagen nicht mehr geben. Sie haben die Photovoltaik schon angesprochen und die steht auch bei mir hier auf dem Zettel als nächstes. Auch da müsste ja um den Faktor 5 das Ganze erhöht werden. Wie würden Sie das bei der Photovoltaik machen? Das muss zum Beispiel gesetzgeberisch klar festgehalten sein, dass bei allen Neu- und Umbauten, betrifft hauptsächlich auch gewerbliche Gebäude, es verpflichtend sein muss. Also wenn zum Beispiel der Aldi oben in Richtung Goldene Brennpfalzsteuer neu baut, dann muss das verpflichtend sein und nicht eine fakultative Geschichte, dass die auf ihrem Dach und zwar komplett
eine Photovoltaikanlage drauf haben. Ich habe jetzt mal ein Beispiel genannt, da gibt es sicherlich noch ganz viele mehr. Also wer irgendwas neu baut oder wer irgendwas umbaut, grundsätzlich umbaut, der muss vom Baurecht einfach verpflichtet sein, dort Photovoltaikanlagen anzubauen. So, und da ist für meine Begriffe schon viel Spielraum nach oben. Und dann muss natürlich auch die langfristige Förderung weitergegeben sein. Das betrifft ja auch Windenergieanlagen, wo ja in einigen Bundesländern, in einigen Regionen ja die Förderung jetzt ausgelaufen ist. Ich glaube, in Brandenburg haben sie zahlreiche Windkraftanlagen jetzt abgeschaltet, weil die Förderung ausgelaufen ist. Na, wie doof ist das denn? Tut mir leid. Gut, dann kommen wir zu einem ganz schwierigen Thema, nämlich das eigentlich unumstritten ist und das seit vielen Jahren und Jahrzehnten, dass es nicht nur darum geht, andere Energie bereitzustellen, sondern dass es auch einfach darum geht, Energie zu sparen oder effektiver zu arbeiten. Das ist allerdings nicht ganz populär bei den meisten Leuten in der Bevölkerung, nehme ich an, weil sie auch dann selbst Einschränkungen hätten. Trotzdem meine Frage an Sie, was schlagen Sie vor, um eine signifikante Reduzierung unseres Energieverbrauchs zu erreichen? Ich halte aus sozialpolitischen Gründen erstmal den Weg, die Energie einfach nur zu verteuern und damit die Leute zu zwingen, es zu sparen, für den falschen Weg. Ich glaube, wird es eine ganze Reihe der Bevölkerung geben, die sich im Moment bestimmte positive Entwicklung, was die Energiepolitik angeht, nicht leisten können. Auf der anderen Seite geht bei mir das mit dem Energiesparen auch an der Stelle los, dass es für meine Begriffe, wir kommen nachher noch zum Verkehr, auch nicht sein kann, dass ich den dicken, fetten Porsche Cayenne auch noch steuerlich fördere und da noch Ökostrom dran schreibe, der, glaube ich, ein Leergewicht von über 2 Tonnen hat, wo dann ein Mensch drin sitzt mit 85 Kilo Gewicht. Also da gibt es ganz viele Punkte, wo man einfach sagen muss, wir müssen das Energiesparen wirklich ernst nehmen. Und nur weil ein riesiger, de facto Kleinlaster als Pkw einen Elektroantrieb hat, ist er für meine Begriffe nicht automatisch etwas Umweltfreundliches. Und dann muss es auch andere Umstellungen in unserer Wirtschaft sein. Es kann nicht sein, dass im Supermarkt Lebensmittel, die über die halbe Welt mit dem Flugzeug transportiert wurden, teurer sind als Lebensmittel, die regional angebaut wurden. Also da muss der Gesetzgeber und damit auch wieder derjenige, diejenigen, die die Steuerrechts machen, auch eingreifen. Das muss man eigentlich EU-weit machen, aber zumindest auf nationaler Ebene. Es kann nicht sein, wie gesagt, dass bestimmte Lebensmittel, die aus Nordafrika kommen, günstiger sind als diejenigen, die hier vor Ort angebaut werden. Also kurze Wege, regionale Wirtschaftskreisläufe sind sicherlich alles abgedroschene Begriffe, in der Realität allerdings fast noch Fremdwörter. Herr Lütze, ich möchte noch mal kurz auf die Akzeptanz bezüglich der Windenergie und auch Solar Energie, zum Beispiel bei Freiflächen-Solaranlagen zurückkommen. Da haben Sie ja schon etwas dazu gesagt. Das ist ja auch in Ordnung. Für die Akzeptanz der Windenergie vor Ort kommt der Wertschöpfung in der Region natürlich durch finanzielle Bürgerbeteiligung eine entscheidende Bedeutung zu. Bei der Bürgerbeteiligung spielen nun Genossenschaften auch im Saarland eine wesentliche Rolle. Die Frage nun, in welcher Weise wollen Sie Bürgerenergiegenossenschaften im Saarland bei Ihrem Anliegen unterstützen, Bürgerbeteiligung beim Ausbau der Windenergie oder auch bei der Photovoltaik, zum Beispiel Freiflächenanlagen, zu organisieren? Na, ich habe das ja bei den Püttlingern, die ja auch mit dem Rennen sind, bin ich ja auch, habe ich, glaube ich, irgendwie zwei so Anteilsscheine da ein bisschen am Rande zumindest mitbekommen, wie es da läuft. Da waren ja eher die Probleme, dass die Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger größer ist als das, was über die Jahre hinweg an Projekten gestartet werden könnte. Da ist für meine Begriffe wieder A, die Kommunen und B, die Landesregierung gefragt, dass sie noch mehr solche Flächen für Photovoltaikanlagen freigeben, dass quasi mehr gebaut werden kann, dass die Kapazitäten erhöht werden. Und da sehe ich, bin da jetzt kein der absolute Fachmensch, was diese Politik angeht, aber da sehe ich gerade bei der Photovoltaik wesentlich mehr Potenzial da, was man noch machen könnte, als bei Windkraft. Aus der subjektiven Wahrnehmung von mir. Ich muss nicht an jeder Ecke eine Windkraftanlage hinstellen, muss ich, aber ich kann eigentlich fast überall auf jedes Dach eine Photovoltaikanlage machen. Und das muss ernsthafter angegangen werden. Hier noch eine Frage nachgeschoben, Herr Lütze, bezüglich der Bundespolitik. Die muss hier auch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Da sind Sie ja. Oder möchten Sie nochmal Vertreter der Bürger im Bundestag werden? Sind Sie für die Einführung einer De Minimis-Regelung für Bürger-Energiegenossenschaften, also für die Befreiung
dieser Bürgerenergiegenossenschaften von der Ausschreibungspflicht bei Windanlagen, bei Windprojekten oder auch bei PV-Projekten bis zu einer Leistung von 18 Megawatt. Denn es sind ja 2017 Ausschreibungen eingeführt worden und diese Ausschreibungen, die nutzen den großen Energiegesellschaften, den großen Monopolisten, aber sie machen das Leben den Bürgerenergiegenossenschaften und kleineren Akteuren enorm schwer. Also ich gehöre mal zu den Politikern, die relativ deutlich sagen, wenn sie von einer speziellen Frage keine Ahnung haben, das dann auch so zu kommunizieren. So wie Sie es dargestellt haben, sehe ich dort einen Widerspruch, dass natürlich große Energiekonzerne oder andere Großunternehmen dort eigene Abteilungen haben, sich das leisten können und eine kleine, manchmal auch sogar ehrenamtlich arbeitende Bürgerinitiative vor Ort den Aufwand nicht betreiben kann. Deswegen kann ich die Frage komplett nachvollziehen. Ich kann sie letztendlich allerdings nicht beantworten. Ich habe nämlich zur Effizienz noch eine konkrete Nachfrage an Herrn Lutze. Es gibt ja die Europäische Effizienzrichtlinie, die sowas wie Einsparverpflichtungen für Strom- und Gasversorger vorsieht. Ein Instrument, was schon ganz lange in Frankreich, in Dänemark, in Großbritannien, in Luxemburg praktiziert wird, in Deutschland immer abgelehnt wurde mit dem Stichwort Ökodiktatur. Wie stehen Sie zu einer solchen Verpflichtung der Strom- und Gasversorger, bestimmte Effizienzaktivitäten ergreifen zu müssen? Also ich sehe das auf jeden Fall positiv, dass die Stromanbieter, das jetzt kommunale oder große Konzerne sind, dass sie das machen müssen. Ich weise nur an der Stelle auch darauf hin, dass es auch eine soziale Abfederung bei der ganzen Thematik geben muss. Wir haben viele Endverbraucher, die über ein relativ geringes Budget Einkommen und so weiter führt. Wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, dass das am Ende für alle da sein muss und nicht nur für diejenigen, die es leisten können. Aber vom Grundsatz her, ja. Sanne Speicher hat auch die Hand gehoben. Genau, ich werde jetzt mal gerade noch dazwischen grätschen. Und zwar für alle, die Fragen stellen wollen, bitte in das Q&A oder F&A eure Fragen reintragen. Und da ist auch schon eine Frage von Barbara Mauch, die ich jetzt gerne auch noch stellen möchte. Es geht ja beim Klima nicht um die Prozentzahlen der Reduktion, sondern es geht um die Konzentration der Treibhausgase. Wieso tauchen in der Diskussion keine Budgets auf und wie kann man die Vorschläge der EU als gute Richtlinie bezeichnen, ohne sie ins Verhältnis mit dem CO2-Budget für 1,5 Grad zu setzen? Also das, was auch lobend positiv über die EU gesagt wurde, unterstreiche ich. Ich habe allerdings in meiner Tätigkeit im Deutschen Bundestag, ich bin dort im Wirtschaftsausschuss und stellvertretend im Verkehrsausschuss, zumindest subjektiv mitbekommen, dass die Konsequenz, in der wir dort gerade leben, überhaupt nicht angekommen ist. Also es wird zum Beispiel nach wie vor der Begriff Klimawandel verwendet. Ich halte das, was hier zurzeit läuft, für eine Klimakatastrophe. Und man kann sich da jetzt herzlich drüber streiten, ob wir 1,0, 1,5 oder wie viel Grad, Prozent und so weiter, das sind für meine Begriffe Diskussionen, die an der Realität, was da draußen gerade passiert, komplett vorbeigehen. Wir haben, ich sage das jetzt mal bewusst, mit wir im Parlament und auch in der parteipolitischen Debatte für meine Begriffe überhaupt noch nicht realisiert, was hier draußen überhaupt abgeht. Deswegen bin ich kein Freund davon, hier eine Debatte zu führen und macht da auch wirklich ungern mit, wenn es um Prozentzahlen, um Gradzahlen, um weiß der Geier was geht. Ja, ist für meine Begriffe ist der Hauptschwierigkeit, der Hauptpunkt, dass die große Mehrzahl der Partei- oder Parlamentspolitik nicht begriffen hat, was dort draußen eigentlich abgeht. So, dass wir eigentlich jetzt sofort auf die Bremse treten müssten und nicht erst in 10, 15 oder 20 Jahren irgendwelche 40 oder was weiß ich für Klimaziele erreichen müssen. Das muss sozial abgefedert sein, das ist alles aus Sicht der Linken völlig umstrittig, dass man das sich auch leisten können muss und dass diejenigen, die das zu verantworten haben, zu bezahlen haben und nicht die Endverbraucher nachher oder Verbraucherinnen. Aber an Debatten tut mir leid, dass ich die Frage dann vielleicht ungenügend beantwortet habe, aber an Fragen sind nie blöd, die Antworten sind am meisten blöd, aber ich habe das jetzt wirklich ganz klar gestellt. Wir brauchen eine Wahrnehmung in der Gesellschaft und ich glaube, die Gesellschaft ist da weiter als die Parlamentspolitik, dass wir hier von Klimakatastrophe und nicht von Klimawandel reden.